Fuck. Sauberer Schuss. Gib mir weg. Eine hampelt da auch die ganze Zeit dumm an der Ecke rum. Mehr kannst du nicht? Hast du Hört sich das nur so an oder wiederholt er sich? Von wegen hast du Schiss und so. Gib acht, wieso mit Platz, Patronen? Geht in die Mufe! Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Ich geb dir Deckung! Hast du Schiss, Arschloch? Komm, du Trottel! Los jetzt! Zack, zack! Mann, das war echt klasse! Ich hab keinen Bock schon wieder drauf zu gehen. Puh, ist echt mies. Gib mir Deckung! Wow! Ist alles klar? Na, das ist nur ein Kratzer. Hilf mir doch mal einer! Mann. Ich bin der Beste. Puh. Ich hab grad verdammt Schiss. Scheiße. Komm, du Dreckskerl. Okay. Ich kann mir jetzt erstmal Waffen holen. So, jetzt erstmal gewechselt die Waffe. Ich hab irgendwie trotzdem noch Schiss. So, jetzt heißt es aber aufpassen, weil ich nicht Bock habe, das nochmal zu machen. Mehr kannst du nicht? Erwischt. Los, du Arsch! Zeig, was du kannst! Mach ihn alle! Schieß! Gut, Vito, los jetzt! Du bist mausetot! Fuck mal, womit schießen die denn? Dass ich fast sofort drauf gehe. Los, Vito! Ja, warum denn ich, Mann? Ich bin hier halb tot. Den machen wir alle. Alles klar bei euch? Vor allem, ich sehe gar keinen. Ah, da ist einer. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ach, zum Glück ist der schon mal weg. Wo ist denn der andere? Kannst dich schon mal verabschieden. Kannst auch schon mal die Fresse halten. Irgendwo muss der doch sein. Du Arschloch! Hier! Versuch's nur, du Wichser! Reiß ihm den Arsch auf! Fuck, ich hab kaum noch Kugeln dafür. Gib mir Deckung! Meine Fresse. Da sitzt doch einer. Ein Arsch. Komm, guck noch mal. Will ich endlich K.O. machen. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Der gehört mir. Aha.
Alles klar? Wir kriegen ihn. Los, ich geb dir Deckung wieder. Hast du Schiss, Arschloch? Hast du das beim Militär gelernt? Ideen um, Vito. Gib mir Deckung. Okay, das ist eigentlich keine Fernkampfwaffe. Komm raus aus deinem Rattenloch. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, nein. Komm, schieß auf deinen Fuß. Ich bin stolz auf mich. Meiner. Zum Glück. Wo ist der Letzte? Komm, guck jetzt mal. Ich kann nicht ewig hier bleiben. Oh, endlich, alle tot. Puh. Das war ja was. Man hätte auch mal auf den Tank schießen können, theoretisch. Aber egal. So, kommt her, Leute. Kommt, kommt, kommt. Habt ihr den Koffer, Mann? Holt die Koffer doch erst. Ihr seid doch bescheuert. Okay, scheiße, zu den Koffern. Zu den Koffern kommen wir gar nicht mehr. Super, jetzt haben wir voll das Verlustgeschäft gemacht, oder was? Wollt ihr mir jetzt nicht wirklich erzählen, oder? Oh Mann, entspann dich. Scheiße, das war knapp. Jetzt haben wir erstmal richtig krass Verlust gemacht. Scheiße, Mann. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Häng sie ab, verdammt. Was war das denn? Ist alles klar. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Ja genau, die ticken erstmal aus. Helft mir gefällig. Was soll ich denn da bitte machen? Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Häng sie ab, verdammt. Du bist Mausetor. So, das sieht doch schon mal besser aus. Aber wir haben keine Geschwindigkeit. Wir haben echt keine Geschwindigkeit. Das ist scheiße. Bist du okay? Tu noch mal! Die Ratte hat's verdient. Was? Bist du sicher? Puh. Boah, haben wir Einschusslöcher. Scheiße, meine Fresse, haben wir Einschusslöcher. Boah, ey, so ein scheiß Tag. Das ist doch echt sowas von daneben. Erst werden wir überfallen. Erst leihen wir uns Geld, was wir gar nicht haben. Weil deswegen müssen wir uns ja leihen. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Und jetzt haben wir das ganze Scheißzeug verloren. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay, ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja. Ach, wir haben das Zeug trotzdem. Also hat zwar keiner die Koffer gehabt, aber es... So ein paar Typen. Oh, Moment, was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Hast du geballert, taub geworden? Hast du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Lol. Ja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. So. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Sorry, dass ich gerade so weit links fahre. Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir aber das musste gerade einfach sein. Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Weil okay, ich gerade nebenbei am Handy ach, was geschrieben habe. Ich habe nämlich ein Problem mit meiner Wii und zwar fehlt da die Sensorleiste. Die ist nicht wieder zu finden. Es sei denn, dass wir zu einer ja. Veranstaltung. Wow. Jetzt versuche ich mir Neues zu besorgen. Durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Wir stehen sowieso alles durch, also
Kinderspiel wird es vielleicht nicht unbedingt, aber wir stehen es durch. Das ist klar. Cool. Weil es hat gerade jemand geschrieben, dass er so eine Sensorleiste hat und halt seine Wii im Arsch ist. Sprich, ich kann die Sensorleiste haben. Das ist doch mal optimal, ey. Das ist doch geil. Oh, geh weg, ey. So, irgendwo hier. Wir sind da. Müssen wir das jetzt verticken? Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe. Hey Leute, wie geht's? So. Hey Mann, kommt rein. Ja, die sehen auch alle gleich aus, ne? Scheiße. Oh, verdammt. Du Lappen. Volltreffer. Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Hier wird das mit gehandelt ohne Ende, wa? Dip, 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 dip. Oh. Kann sogar zur Schießerei, ey. Das ist aber nicht schön. Schießereien sieht man nicht gerne, ne? Ja. Hey. Geld, Geld. Oh. Ach so. Stimmt, Polizisten kann man ja bestechen hier auch in diesem Spiel. Es sieht so aus, als hätten wir Geld. Vielleicht haben wir auch gleich eine Wohnung. Wäre doch mal toll, oder? So. Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Ja, die gibt's auch schon ewig, die Frau, ne? Ist da drin noch Platz für drei? Wow, 500. Warum so wenig Kohle? Was soll ich mit 500 ocken? Ich brauche mehr als 500. Hey, willst du mal mit mir reden? Ach komm, ich geh erstmal hier ein bisschen rumgucken, bevor ich ans scheiß Telefon gehe. Aha. Die liegt da schön in der Pfanne. Kann man vielleicht als Thumbnail benutzen, eins von den Bildern. So, ich will noch ins zweite Bad reingucken. Kann ich nicht? Okay, dann nicht. Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Hey, hör auf zu kacken. Ah, er hängt fest. Aber was für ein Bug. Mach mal die Tür zu. Scheiße. Ah, jetzt ist er raus. Oh, vielleicht sollte ich mir was anziehen. Hast du recht. Geil. So.